Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Es ist nach wie vor kalt hier. Aber vielleicht hört man es ein bisschen. Ich habe das Gefühl, man hört es ein bisschen an meiner Stimme. Ich bin nun wieder etwas genesen. Mir geht es besser. Und ich habe mir überlegt, ich schaue hier rein. Die Dinger. Ich habe nur gesehen, so 48 Grad, die waren noch vorher auf 120, aber ich hab von Fahrenheit auf Celsius umgestellt und das könnte ein paar Dinge erklären. Die nehmen wir mit. Hier habe ich etwas Fell, woraus wir uns eine hübsche Mütze machen können, damit das Set komplett ist. Da, 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 da! So unsichtbar sieht das richtig schön aus. Sehr, sehr, sehr schön. Ich mag das sehr. Dann habe ich hier Eye of Ender. Die packe ich aber tatsächlich erstmal noch rein. Die werde ich nicht jetzt benutzen. Und die Lantern, die packen wir eben weg. Und dann hätte ich gesagt, wie gehen wir denn? Wir gehen ein bisschen auf Reisen und versuchen, Baumfrüchte zu pflücken, natürlich jetzt im Winter ganz sinnvoll, aber für mein Gewächshaus dachte ich mir, da soll ja was rein, da soll nach Möglichkeit auch was rein, was da drin bleiben kann. Also ich will das Gewächshaus im Sommer ja nicht abreißen, oder, ne? Warum bin ich jetzt hier? Was wollte ich noch? Ich wollte noch einen Ofen mitnehmen, das, und hiervon. Wenn ich unterwegs tatsächlich am Erfrieren sein sollte, ich mich irgendwo einbuddeln und ja, mich etwas schützen kann. Denn die hier, diese Waterskin, werden zwar helfen, aber natürlich nicht unendlich. Und davon nehme ich auch noch was mit. Sonst bringt mir der Ofen nicht viel. Ich habe zwar immer einen Stack dabei, aber sicher, sicher. Ich nehme jetzt noch gar kein Waterskin mit raus. Wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir so kommen. Ich habe eine Axt mit Silk Touch dabei, sehr schön. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns. Ach so, ja. Dann suchen wir uns eine Stelle, die schon ein bisschen weiter weg ist, wegen Landschaft und so. Ja, ich habe das ja schon mal hier vorbereitet, aber das ist nur der hier. Der Wayzone. Da tut sich jetzt erstmal nichts. Plains Village. So, wir gehen in die Savanne und schauen, ob es da dann nicht noch warm ist. Da ist es im Moment noch einigermaßen warm. Es ist auch noch sehr viel grün hier im Dschungel. Dann schauen wir uns den Dschungel doch gleich mal an. Mein Schulteräffchen. Also nicht mein Schulteräffchen, aber. Hallo Schulteräffchen. Ich kann das hier auch gleich rausholen. Ich möchte wenigstens von jeder Baumfrucht eine. Tja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Einen Fruchtstand haben. So muss ich das, glaube ich, nennen. Ja, es dauert. Es dauert. Es dauert sehr lange. Na, sehr schön. Hallo. Davon habe ich, glaube ich, zu Hause von Zimt. Und wenn ich die Fruchtstände erstmal zu Hause habe, so von jedem einen, dann kann ich auch Setzlinge davon craften. Wenn ich dann, ich glaube, ich brauche 8 Früchte für 8 Früchte und einen Setzling, um dann einen Fruchtbaum, einen Obstbaumsetzling zu machen. Und ja. Dann ist halt die Frage, ob ich das wirklich noch brauche. Ich könnte eine Obstbaumallee machen. Hatte ich auch überlegt, dass ich das mache. Mich hat das gerade nur irritiert. Es ist hier so schön warm. Ich muss mich im Moment noch gar nicht darum kümmern, dass ich irgendwie erfriere. Das ist super. Aber ich glaube, dass es noch kälter wird. Das geht nämlich schrittweise. Also es wird nicht von jetzt auf gleich ganz kalt, sondern die Temperatur hier im Biom wird langsam runtergehen. Wobei hier im Dschungel die Temperatur, glaube ich, gar nicht so weit runtergeht, denn hier werden wir im Dschungel die Regenzeit haben und kein Winter. Also, ja, ich glaube, es ist klar soweit, dass es in diesen
tropischen Region einfach ein bisschen anders läuft. Ah, dass das so lange dauert. Zum Glück will ich von jedem nur eins und nicht. Also was ich schon mal gemacht habe, war wirklich, da habe ich noch in 1,16 mit einem Freund gespielt. Von jeder Baumfrucht einen ganzen Stack zu farmen. So, das ist hier Peach. Hatte ich Peach schon oder war das Aprikose? War das? Und hat eine gewisse Zeit gebraucht. Und dann habe ich sie, glaube ich, ein- oder zweimal geerntet und dann nie wieder, weil ich halt die ganzen Baumfrüchte gar nicht gebraucht habe. Aber gut. Habe ich schon Dragonfruit? Ich werde es gleich sehen. Im Ernstfall muss ich es halt wieder hinbeppen an den Baum. Ja, das geht. Äpfel haben wir schon. Habe ich schon den Granatapfel? Habe ich nicht. Da, Granatäpfel. Seit ich keinen Zucker mehr esse. Granatäpfel esse ich natürlich trotzdem sehr gerne, also Obst esse ich ja trotzdem. Schmecken die ganzen Sachen so unglaublich süß, weil ich halt diesen übermäßigen Zucker nicht mehr in meiner Geschmackspalette habe. Alles schmeckt so süß, aber Granatapfel ist wirklich so, dass ich nach einem halben aufhören muss, weil mir das zu süß wird. Okay, hiervon hatte ich schon, sehe ich gerade. Schaut, jetzt peppen wir es einfach wieder dran. Peps. Ich glaube, ich könnte es sogar mit der Spitzhacke machen. Schneller, langsamer wird es auch nicht mehr gehen. Es dauert ja eh schon. Ja. Und, wo ist er? Wo ist der kleine Freund? Hallo, wo bist du? Da bist du. Der war doch näher dran, oder? Na, egal. Was ich auch ganz stark überlege, ist, ob ich 31 Rezepte zusammenbekomme. Also natürlich könnte ich einfach irgendwelche 31 Rezepte zusammensuchen. Klar, nein, es sollen ja Sachen sein, die ich euch wirklich empfehlen kann. Und für heute hatte ich, glaube ich, ich zeige es euch. Ich zeige es euch, dass ich das nicht brauche und dann klebt da an den Spinnenweben eben ein Apfel. Ihr werdet jetzt fragen, was? Ja, pass auf, da seht ihr, da wird ein Apfel draus. Warum auch immer aus Spinnenweben ein Apfel wird, muss man nicht verstehen. Wir peppen jetzt den Apfel da dran. Sonst geht's gut? Vanillekipferl wollte ich für heute als Rezept vorschlagen. Jetzt esse ich zwar selber zurzeit keine, aber ich habe schon viele, viele, viele gebacken und ich habe auch schon viele, viele gegessen. Und irgendwie dachte ich, so zu der Zeit jetzt, da passt das und ich hätte auch wieder gerne welche. Das eine waren, glaube ich, Litschi. Rambutan habe ich noch nicht, dann nehmen wir das mit. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sicher einige von euch gerne mal welche machen wollen. Und natürlich kann man das Rezept einfach googeln, aber das wäre dann witzlos. Also bekommt ihr das von mir. Und fühlt euch vielleicht motiviert, das auszuprobieren. Und ja, so ist das. Ich habe zwar schon viele Bananen zu Hause, aber ich möchte trotzdem auch hier nochmal was mitnehmen. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Baumfrüchte es gibt, aber ich glaube 50. Viele, viele. Vanille bräuchte ich. Und, ach ja, hier hätten wir die Mandel, von der ich euch erzählt habe, Ketosemmeln und so. Und ich hatte gar keine Mandeln bei mir im Lagerhaus. Und dann dachte ich mir, das geht ja nicht. Wir haben ja gar keine so zum Herzen. Das, nein, das geht nicht. Jetzt habe ich welche, jetzt kann ich sie. Ich meine, man kann die Rezepte hier nicht alle umsetzen. Ich mache jetzt nicht nur Rezepte, die in Pam's Harvest Craft mit drin sind. Aber ich habe mir gedacht, so Sachen wie eine Ofenkartoffel, die es ja in Minecraft auch gibt, das können wir auch zu Hause machen. Also. Ja. Ich gehe zum Kochen selten irgendwo hin, muss ich gestehen. Ja. Warum wird es denn eigentlich schon wieder Nacht? Ich finde das nicht gut. Und ich finde es nicht gut, dass da Monster sind, aber hallo, hallo die Herren. Aber das sind Baumfrüchte, da will ich jetzt natürlich hin. Na. Und da ist noch ein. Ah, hallo Schulteräffchen, hallo. Oh, ganz viele Schulteräffchen. Ich gehe da jetzt einfach mal nicht dahin, wo die Monster sind. Wir finden sich auch so noch viele interessante Bäume.
Was haben wir zum Beispiel hier? Orange, haben wir Orange schon? Wir haben Peach, wir haben, nein, haben wir nicht. Da hilft leider keine Effizienz und kein gar nichts. Das dauert hier so lange. Das ist etwas doof. Wir schauen uns hier auch gleich noch mal ein bisschen um, würde ich sagen. Ach ja, ich habe nicht auf. Gottes Willen. Was ist los? Ja, ich bin durch, danke. Wir können die Aufnahme an dieser Stelle dann beenden, weil. Oh, hier wird es jetzt kalt, weil ich nicht mehr im. Wir gehen mal eben zurück zum Schlafen. Ich bin so fertig, der Jumpscare hat mich gerade so erwischt. Ja, das machen wir nicht mit den Zombies. Wow! Was? Wow! Ich habe jetzt, glaube ich, temperaturtechnisch ein kleines Problem. Ach ja. Ey, das muss sich ändern. Oh, ich friere sehr schnell. Was? Das war. Okay. Erstens, was in aller Welt hat der Zombie geraucht, dass der so stark ist? Zweitens, ich habe ein kleines Problem, was die Temperatur betrifft, weil ich da jetzt hinlaufen muss und erfrieren könnte. Ja, ich habe noch die Lederrüstung immerhin. Und drittens, der Sunbird am Spawn ist mal richtig gut, weil ich ja da oben rauskomme und dann nicht weiß, wie ich runterkomme. Aber durch den habe ich ja Slow Falling und dann geht das alles. Und ich muss echt schauen, dass ich nach drinnen komme, weil mir wird's kalt. Oh, es heizt sogar da draußen, habt ihr es gesehen? Ja, blöder Zombie. Das irgendwie, ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht verinnerlicht, dass ich keine gute Rüstung anhab mit dem Fell. Aber natürlich habe ich jetzt diese Rüstung und auch alles, was wärmt, im Rucksack, der in meinem Todespunkt ist. Also es ist so. Intelligent. Ich könnte die Flugrüstung anziehen. Ich könnte überhaupt hier die ganze Rüstung anziehen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich schnell dort bin als. Also lieber schnell als warm. Lieber schnell als warm. Und dann muss ich mir eben mal anschauen, wo. Ich weiß nicht, ob ich da wieder hinfinde. 12, 4, 14, 3, 5. Na, wir werden sehen. Gut, dass ich zu Hause hier meine Erfahrungsböpsel habe. Sonst wäre das alles richtig, richtig doof. Dass ich da jetzt gestorben bin, ich fasse es nicht. Das hier müsste es gewesen sein. Und da bin ich hingelaufen. Wobei ich kann fliegen, hallo? Ich soll. Nee. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich hin muss. Ich dachte irgendwie so dahinter. Sehe aber gerade nicht die Sachen, die. Ich glaube, ich bin hier falsch. Sehe nicht die Sachen, die ich brauche. Nein, ich glaube, ich muss gerade in die andere Richtung. Okay. Das war sehr ungünstig. Und wie ihr seht, im Dschungel schneit es. Hier, im Dschungel regnet es, hier schneit es. Bin ich so weit durch. Bin ich so weit durch die. Durch. Mein Hirn ist unglaublich. Bin ich so weit durch die Lasagne gewandert? Ja. Nee, hier bin ich auch falsch. Ich bin schon da, richtig. Lasagne. Savanne. Skelette nenne ich Croissant. Savanne nenne ich Lasagne. Das nimmt mal kein gutes Ende mit mir. Ich dachte, ich wäre irgendwo darüber gegangen, aber vielleicht bin ich. Ich dachte, man könnte da den Leuchtturm sehr gut sehen. Und den sehe ich jetzt gerade nicht. Wo bin ich denn hier entlang gegangen? Also. Nein, oh nein, ich will dich nicht mit der Faust machen. Ja, ich will dich nicht mit der Faust machen. Lass mich wegfliegen. Nein, 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 n
Ich mach dich mit der Kartoffel, ich sag das. Ich sag's dir. Ich mach dich mit der Kartoffel. Geh weg. Geh weg. Pfui, böse Fledermaus. Ey, wenn ich meine Leiche finde. Ah, der ist noch da. Oh nein, das. Oh. Wo ist meine Leiche? War das nicht. War das. Ich glaube, so da war ich gar nicht. Wo ist meine Leiche? Vielleicht nehme ich die. Ich habe so nach dem roten Panzer gesucht. Vielleicht nehme ich aber so lange einfach mal die hier. Ich würde da jetzt gerne rankommen, ohne dass du. Könnte. Du hast Knockback-Resistance. Du bist ein Arsch. Ich meine, du böses, großes Monster. Oh, ich sehe gerade noch ein ganz anderes Problem. Es könnte sein, dass die Sachen nicht alle in mein Inventar passen. Die Sachen. Was meine ich denn jetzt? Ich kann die Sachen. Ich packe hier alles mal in meinen Rucksack. Das sollte funktionieren. So. Denn wenn ich jetzt die zweite Seite nicht alles hier reinbekomme, dann verliere ich das und das will ja keiner. Und warum das so ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur. Da Nein, wir machen das jetzt nicht. Lass mich in Ruhe. Ich bin fertig. Diese Dinge überfordern mich. Ich will das nicht. Moment, das kann ich hier oben noch reinpacken. Ich habe das nur gerne sortiert so. Und dann kann ich die Sachen hier rauspacken. Und dann hört sich es mit dem Fliegen gleich wieder auf, was natürlich, oh, wenn ich jetzt sterbe, dann, ne, wenn ich jetzt sterbe, dann ist das ungünstig. Was mache ich mit dem blöden Zombie? Ey, ich hasse dich. Ich bin gerade ein bisschen frustriert, muss ich gestehen. Ja, dann packe ich jetzt die Sachen hier rein und hoffe, dass ich die nicht, muss ich das nächste Mal laufen. So. Ist noch irgendwas drin? Nee. Gut, dann kommen Sie her, dann regeln wir das auf andere Weise. Na. Nee, ich hatte eigentlich nie vor, runterzukommen. Ich hatte vor, hier oben stehen zu bleiben und. So. Deshalb hat er mich auch bekommen. Weil ich dachte, naja, wenn ich ihn jetzt schlage, dann haut sie ihn ein bisschen zurück und dann passiert mir nichts. Und der hat so krasse Knockback-Resistance, dass das eben nicht passiert ist. So, wo waren wir? Das hatte ich, glaube ich, schon. Will ich da? Wisst ihr was? Ich will da jetzt gar nicht hintergehen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Was haben wir hier? Leim haben wir schon. Davon haben wir noch nichts. Ich denke, ich werde jetzt gleich, wenn mir kalt wird, so ein Waterskin rausholen müssen. Aber dafür ist es ja da. La 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 la. Und ich mache das übrigens nicht absichtlich, damit es spannend wird. Sollte irgendwer das denken, dass ich das sowas absichtlich mache? Ihr habt doch nicht mehr alle beisammen. Das mache ich ganz bestimmt nicht absichtlich. Das sollte ich eventuell bei Gelegenheit verzaubern. Vielleicht auch, dass ein bisschen mehr Protection dran ist. Ich muss mal schauen. Ich muss mal schauen, ob man die mit der normalen Rüstung zusammenfügen kann und die normale Rüstung dann halt einfach warm wird. Ach ja, was noch ist, diese Chameleon-Skin? Ich habe noch kein einziges Chamäleon gesehen. Weder im Dschungel, noch hier, noch sonst wo. Wo spawnen die? Ich habe versucht, im Internet nachzuschauen, da hieß es, die spawnen eigentlich überall. Bei mir nicht. Bei mir spawnen die gar nicht überall. Ja, da gibt es Birnen. Nee, Walnüsse. Ja, fast. Das ist ja fast dasselbe. Walnüsse haben wir aber auch noch nicht. Ich habe das nur so grün gesehen und habe gewusst, Birnen sind grün. Ja, passt schon. Also ich weiß, nicht alle Birnen sind grün, aber hier in Minecraft sind Birnen grün. Hallo Vogel. Ist das okay? Ist das eine Birne für euch? Ja. So. Wir haben echt schon richtig viel. Ich glaube, wir haben noch kein Vanille, aber wir haben relativ viel Glück, die Sachen hier zu. Erschreck mich halt. Alle. Mich hat's gerissen. Ich bin jetzt sehr schreckhaft nach all dem, was ich schon durchmachen musste.
Es geht doch nicht. Ja, mir wird kalt, ich sehe es. Solange ich mich in Bewegung befinde, denke ich, das habe ich schon, das sind Haselnüsse, habe ich auch schon. Solange ich mich bewege und in Biome und Chunks gehe, die noch nicht abgekühlt sind, glaube ich, dass es eben noch nicht sehr kalt ist und ich da so ein bisschen geschützt bin vorm Erfrieren. Hier ist ein Dorf, das ist ein Savannendorf, da können wir auf jeden Fall mal reinschauen. Da sollte es auch warm werden, sehr schön. Ich denke, in der Savanne wird es dann kalt, wenn es Nacht ist. Was Sinn macht. Also, ne? Auch in der Wüste, nachts sehr kalt, tagsüber eher warm. Ja. Wer will denn hier wohnen? Ganz ehrlich. 3 Quadratmeter. Mua. Ja. Da wollen wir auch noch reinschauen. So viel gleich. Ich weiß gar nicht, warum ich hier reinschaue. Ich glaube, es ist einfach nur so, oh, es ist gerade schön, dass hier warm ist. Ich nehme die jetzt tatsächlich nicht. Ich habe viele zu Hause und ich will mein. Sahen die anderen nicht anders aus? Ich will mein Inventar nicht vollklumpen mit Sachen, die ich gerade eben nicht suchen möchte oder sammeln möchte. Haben wir schon? Vanille haben wir noch nicht, ne? Ich hätte gern noch Vanille. Da, die haben da diese Fitzelchen und die anderen hatten die. Ich habe mich vom Drachenskelett erschrocken. Alles klar. Ich bin so durch. Leute, ich bin so durch jetzt. Nach dem Jumpscare und dem Sterben. Will ich hier durchlaufen? Wisst ihr was? Ich muss jetzt auch echt aufpassen, wenn hier irgendwo ein Drache ist. Erstens, ich kann nicht mehr davon fliehen. Ich kann mich nur noch einbuddeln. Und zweitens, wenn der mich irgendwo festhält, wo ich dann nicht wegkomme, habe ich das Problem, dass ich eventuell erfriere. Ich meine, es gibt immer noch etwas, was ich tun kann, das hier. Aber trotzdem. So, da hinten ist wieder. Das sollte als. Moment. Das sollte als Dschungel gelten. Da sollte es jetzt wieder warm werden. Da regnet es auch sehr gut. Und es wird nicht warm. Doch, es wird warm. Sehr, sehr schön. Wird es schon wieder Nacht? Ich bin so fertig. Ich bin einfach. Aufregend ist das hier. Aufregend. Zum Glück bin ich wieder einigermaßen fit. Da macht das alles nichts. Ja. Ich kann zwar nicht fliegen, aber die Bunny Slippers sind schon eine ganz tolle Sache. Nein, pfui. Geh weg. Geh woanders spielen. Ich will das nicht. Geh weg. Bitte, bitte, wenn du meinst, dann. Suchen wir uns halt eine andere Stelle, um rumzulaufen. Hier haben wir noch mehr Kirschen, die haben wir auch schon. Hier haben wir, ja, Ameisen und Schulteräffchen. Ja. Ich meine, ich habe mein Yoshi-Bärchen und der reicht mir absolut. Aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, ein Schulteräffchen zu haben. Grapefruit haben wir schon, ich glaube. Was? Ich soll schlafen? Ja, sehe ich auch so. So ein kleines Äffchen, das man auf der Schulter überall mitnimmt. Ja. Das wäre schon cool. Na? Komm schon. Du willst das doch auch. Du willst doch von mir mitgenommen werden. Ich sehe das. Was haben wir da hinten? Da haben wir eine Amphitheater und das da hinten. Ha. War wohl nur der Nebel, der das komisch aussehen hat lassen. So, wo gehen wir jetzt hin? Was machen wir jetzt? Wir könnten die Amphitheater ab. Abschießen, aber tatsächlich sollte man sich mit denen nicht unbedingt anlegen. Also zähmen ist eine Sache, aber die zu bekämpfen, das ist wieder eine ganz andere. Außerdem wollen wir das nicht, weil die ja eigentlich lieb sind. Eigentlich. Ach, übrigens, die Baby-Amphitheere, die wir gezüchtet haben, die ist Puff. Also die ist nicht im Puff. Die hat Puff gemacht und war weg. Vielleicht ist sie auch im Puff. Ich weiß nicht, wohin die weg ist, aber. Ein Babyschulteräffchen. Oh,
Bist du süß? Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Na. Moment. Na, na. Nein, bleib doch mal da. Bleib doch mal da. Ich. Ja. Oh. Nein, Moment. Ich möchte ein. Nein. Nee, das war noch nicht schön. Oh, jetzt hat er sich hingelegt. Oh mein Gott. Wie süß. Entschuldigung, das ist. Das ist sicher ein sehr weibliches Gen, wenn man etwas Niedliches sieht oder wenn man ein Babytier oder ein Baby sieht. Oh. Aber der sah doch wirklich süß aus. Stellt euch mal vor, ihr hättet da so ein Babyschulteräffchen. No. Okay. Ich würde sagen, wir gehen da hoch, weil es da oben weiterhin warm ist. Auch wenn mich das da hinten. Oh, da ist so ein Hanging Tree. Ja, da würde ich natürlich auch gern hingehen. Wir brauchen im. Was? Wir brauchen nach wie vor das Kopfteil vom Lichtzepter oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Da hinten ist ein Gebäude. Ein Gebäude, anders zum Stehbeute. Ich laber Quatsch. Hört nicht hin, hört nicht hin. Hört nicht auf die dicke Tante, die erzählt lauter komische Sachen. Wo könnte es. Ach ja, was mir auch aufgefallen ist, dass ich natürlich im Wasser keine Luft mehr bekomme, weil ich die Schuhe ja nicht mehr anhabe. Wo könnte es Vanille geben? Ich weiß nicht, ob das ein bestimmtes Biom sein muss. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle Bäume irgendwie so grob überall vorkommen. Wobei die sowas wie Mango und Banane tatsächlich eher in tropischen Biomen vorkommen. Das ist lustig, dass das hier noch so grün ist, weil das hier ein Flussbiom ist und da das Licht, das Farbschema ein anderes ist. Sehr, sehr amüsant. Ansonsten ist es hier... Nein. Nein. Nein, das machen wir jetzt einfach mal nicht. Oh, ist es im Fluss auch warm? Also warm, aber neutral? Scheint so. Ha. Kra, kra, kra. Was haben wir hier? Sauersaft. Ich weiß gar nicht, was das für eine Frucht ist. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Müsste man mal googeln. Habe ich auch noch nicht. Interessant. Ich tropfe schon wieder. Warum tropfe ich denn? Ich verstehe das nicht ganz, warum ich... Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich schwitze. Mir ist ja eher kalt hier in dem Biom. Aber warum tropfe ich denn? Das mit dem Tropfen, das kapiere ich noch nie ganz, warum das hier stattfindet. Das, oh, ich habe so Hunger. Sabber, sabber, sabber. Nein, ich habe keinen Hunger. Wobei, ich sollte Hunger haben, aber ich habe tatsächlich keinen Hunger. Aber nach dieser Aufnahme ist Mittagessen bei mir angesagt. Haferjoghurt. So, jetzt bin ich hier, jetzt... Ihr wisst, was ich jetzt tun muss, oder? Wir gehen hier mal... Hier schaue ich. Ich schaue mir sehr gerne die Grabsteine an, weil da manchmal Grüße an Supporter der Mod draufstehen. Und das kann man ruhig mal herzeigen an der Stelle, finde ich. Dass es halt Leute gibt, die über Patreon oder anderweitig irgendwie finanziell supporten, damit es diese tollen Mods gibt. Ist eine gute Sache. Und ich habe auch schon Dinge supportet, einfach weil es richtig ist in meinem Kopf. Hallo? Hallo. Sie hat Hallo gesagt, habt ihr das gehört? Hallo. Hallo. So. Ihr werdet alle erfrieren, nur damit ihr es wisst. Und das ist keine Drohung, das ist einfach nur, es ist halt so. Die Schildkröte hier ist voll nett, aber erinnert ihr euch daran, dass wir zwei hatten und jetzt nur noch eine? Aber ich nehme die trotzdem mal mit. Die sieht voll nett aus. Die sieht auch voll freundlich aus. Oh, hier ist es aber braun. Eieiei. So,
komme ich hier drüber? Ja, theoretisch. Durch meine Bunny Hoppers, nicht Slippers, Bunny Hoppers, kann ich hier ja. Warum tropfe ich denn immer noch? Mir ist doch kalt, warum tropfe ich denn? Durch die Bunny Hoppers kann ich ja zwei Blöcke hochspringen, beziehungsweise knapp zweieinhalb, glaube ich. Da ist ein Kiwi. Oder war die Stimme weg? Ich weiß nicht warum, aber gerade eben war bei mir die Stimme weg. Einfach so, na, no, tschüss. Es wird jetzt nicht mehr Hallo gesagt. Du und dein Hallo. Es ist, um Baumfrüchte zu suchen, vielleicht kontraproduktiv oberhalb rumzulaufen. Oder? Könnte man so sagen, da ist eine Avocado. Die habe ich noch nicht, das weiß ich. Die nehmen wir mit. Ich muss mich noch informieren, wie man ein Gewächshaus macht. Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Ich dachte, ich habe das schon mal vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei, probehalber, also die Serene Seasons habe ich vor einem Jahr oder so, probehalber mal gespielt. Und ich bilde mir ein, es gab extra Blöcke, so extra Glasblöcke für ein Gewächshaus. Aber es scheint doch nicht so zu sein. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wie ich das da mache, denn das wird auf der Wiki-Seite, habe ich das schon, durchaus empfohlen, dass man ein Gewächshaus machen soll. Es steht aber nicht da, wie man das baut. Und gäbe es da extra Blöcke, ja, dann wäre es sehr einfach, dann würde ich das verstehen, das haben wir schon. Und dann würde ich das so bauen und gut ist. Da das aber da nicht steht, muss ich irgendwie herausfinden. Ich meine, ich könnte einfach grünes Glas nehmen, aber ja, funktioniert das? Ist das so einfach? Ich nehme einfach grünes Glas, baue damit ein Würfel, einen grünen Glaswürfel und dann ist das ein Gewächshaus? Ja? Geht das so einfach? Ich muss darüber nachdenken, entweder in ein warmes Biom zu gehen. Es gibt hier übrigens auch wärmere und kältere Biome. Also es gibt Biome, die von Haus aus einfach schon sehr kalt sind, wie zum Beispiel eine Snowy Tiger oder Tundra oder wie auch immer. Da ist es so eiskalt, dass ich tatsächlich ziemlich schnell erfrieren könnte. Im Moment geht es ja noch relativ langsam. Allerdings bin ich hier auch in neuen Chunks. Du bist eine Olive. In den neuen Chunks muss ich ja die Temperatur erst anpassen. Deshalb habe ich gesagt, wenn ich immer in Bewegung bin in eine Richtung, sollte mir eigentlich gar nicht viel passieren. Eigentlich. Du bist Mango, habe ich schon. Hier könnte jetzt eventuell, ich glaube, es war so eine, hier könnte eventuell, und da haben wir es. So ist das gut. Hier haben wir eine Vanillabohne, die nicht an Bäumen wächst. Vanille kommt von einer Scheibenkleister. Schnell, schnell. Das ist ungünstig, weil oh, mir wird kalt. Das ist ungünstig. Oh, mir wird kalt. Ja, jetzt habe ich natürlich auf der Hirse nichts mehr. Ich habe ja nur noch die Ohrstöpsel drin. Denn jeder, der im Winter schon mal draußen war, weiß, dass man nur Ohrstöpsel oder eine Mütze anhaben kann. Niemals beides. Wer beides macht, ist ein Psychopath. Es wäre schön, wenn ich die Ohrstöpsel hier reinmachen könnte. Aber gut, dann würde ich halt im Dunkeln nicht mehr sehen. Aber wer tut das schon? Ich will da zum Portal und ich glaube, ich möchte. Ich glaube, ich möchte es erstmal warm haben. Reicht da, wenn ich eins im Inventar habe? Das werden wir jetzt herausfinden, ob ich es nur im Inventar haben muss. Im Moment sieht es so aus, als würde es mich noch nicht wärmen. Muss ich es doch in der Schnellzugriffsleiste haben? Das probieren wir jetzt aus. Ja, jetzt tut sich was sehr gut. Das ist sehr, sehr lustig. Das ist sehr, sehr lustig. So, was haben wir denn hier? Aha. Ich möchte da in. Ich
möchte da eben ins Dorf gehen. Vielleicht stelle ich da für die Nacht, entweder stelle ich da für die Nacht meinen Ofen auf, oder wenn ich so gerade auf die Länge der Aufnahme schaue, gehen wir vielleicht einfach nach Hause. Im Wasser könnte es sein, dass es mich schneller abkühlt. Ich meine, jetzt so mit meinem Waterskin, mit meinem heißen, funktioniert das noch? Ich weiß nur, dass in der Wüste, wenn man im Sommer in der Wüste unterwegs ist, man ganz schnell das Brennen anfängt und da hilft es, im Wasser zu stehen. Sonst fängt man zu brennen an. Buh. Nichts. Und hier haben wir nur noch 42 Grad. Nein, das geht ja noch. What? Ich kann nicht schlafen, weil es zu kalt ist. Ernsthaft. Soll ich dir sagen, was wir da machen? Eins reicht, weil ich das ja gleich wieder. Also ich will ja gleich abhauen. Das eine reicht da vollkommen. So, also was ist jetzt? Gut, dann kann ich das wegräumen. Aber ja, natürlich ist es outside freezing. Ja, draußen ist es kalt, hier drin ist es warm. Ja, aber. Okay, jetzt fange ich wieder das Frieren an. Der sollte doch eigentlich schon längst heizen. Ich meine, wir haben hier ein Dach über dem Kopf. Wir haben vier Wände. Wir haben grunzende Zombies. Na komm schon. Nein. Okay, ich brauche wohl noch eins. Ich muss wohl warten, bis es mich hier aufheizt, bevor ich schlafen kann. Das ist ja, das ist belastend. Das wusste ich nicht. Dass ich da nicht schlafen kann, das ist das. Da. Jetzt wird's warm. Jetzt kann ich auch schlafen. Wunderbar. Der Villager wird sich gedacht haben: so, oh, ich muss die ganze Zeit frieren. Oh, jetzt stellt ihr einen Ofen auf. Ja, dass du jetzt nicht vor die Tür gehst, das glaube ich. Ich meine, er ist ein Nichtsnutz. Was will man erwarten? Will ich mich hier noch umschauen? Nein, ich wollte nach Hause. Nach Hause wollte ich. So, jetzt wird da wahrscheinlich noch irgendwo der Zombie rumgurken. Ja. Und ja, ich. Ganz brav benennen. Ich weiß, ganz brav benennen. So. Minus. Snipple. Snipple. Snipple, genau so. Oh. Und schon sind wir wieder zu Hause und im warmen, im wohlig warmen. Schön. Also der hier, tatsächlich, passt mal auf, tatsächlich tue ich mit dem jetzt was. Es wäre wahnsinnig interessant zu sehen, ob der seine Angebote ändert, wenn ich den ins. Da hat sich auf meinem Dachboden jemand. Entschuldigung, ich finde das gerade so lustig. Ich glaube, der darf hier bleiben. Ich glaube, der darf hier bleiben. Ich meine, die Geräusche werden nicht die schönsten sein, aber riesel mir hier kein nicht zu viel Dreck hin. Okay, du darfst hier hängen bleiben. Sehr schön. Was ich sagen wollte ist, der hatte jetzt bestimmte Angebote im Inventar, im Angebot. Bestimmte Angebote im Angebot, ja. Wenn ich mir da jetzt eins aussuche und ihn da leer kaufe, wenn ich ihn wieder ins Ei packe und dann wieder auspacke, ob das gespeichert ist oder ob der dann neue Angebote hat, weil dann würde ich mir den einfach so generell hier halten. Es ist sehr makaber, einen Hangman im Dachboden zu haben, aber hey, wer kann das schon? Und auch mit ihm reden, weil, Moment. Ihr habt doch sicher schon gesehen, dass man mit dem reden kann. Der redet ja auch zurück. Da schaut's. Das war kein Stöhnen mehr, das war, keine Ahnung, Trommelfell sauber pusten, keine Ahnung, irgendwie sowas. So, dann lasst uns hier noch eben hinsetzen und dann hole ich das Rezept raus für die Vanillekipferl. Ich habe mir das nämlich extra aufgeschrieben, damit ich das nicht lange suchen muss, denn auswendig kann ich es nicht. Ihr braucht
Mehl, Butter, gemahlene Mandeln, Zucker, Vanillezucker und vom Vanillezucker zwei Päckchen, weil ihr ja noch was zum drin wenden braucht. Die genauen Mengenangaben. Oh, und ich hoffe, ich denke dran, packe ich euch in einen Kommentar. Und wann hoffe ich, dass ich dran denke, die Rezepte in die Kommentare zu packen? Wir werden sehen. Ihr nehmt alle Zutaten bis auf ein Päckchen Vanillezucker und rührt die zusammen. Und natürlich könnt ihr das in der Rührschüssel mit einem Rührgerät machen. Was ich euch empfehlen würde, und das ist so ein kleiner Tipp, rührt das nicht zu lange, denn ihr wollt mit dem Mehl kein Gluten entwickeln. Also es soll ja eben kein Brot werden, es soll ja sehr locker und krümelig werden, damit die gut schmecken. Also nicht zu lange kneten, gerade so, dass es vermengt ist. Und dann packt ihr den Teig nochmal in den Kühlschrank für eine Stunde. Das hilft alles. Also je kälter der Teig und die Butter ist, desto fluffiger werden nachher die Vanillekipferl oder allgemein Kekse und Plätzchen. Es ist tatsächlich so, das kommt daher, wenn die Butter zu sehr ins Mehl zieht und so, dann wird es nur speckig. Und das soll nicht passieren. Deshalb sollte die Butter kalt sein und der Teig, wenn ihr den ausstecht oder formt, sollte kalt sein. Wenn der Teig dann abgekühlt ist und das geht nicht ums Ruhen, ruhen muss das Gluten, also das Eiweiß im Mehl. Das wollen wir ja nicht. Deshalb muss der nicht ruhen. Der muss ruhen, damit der nochmal kalt wird. Dann holt ihr den raus, macht eine Wurst draus, schneidet die Wurst in kleine Scheiben und aus den Scheiben könnt ihr dann die Kipferl, die Hörnchen formen. Die packt ihr dann in den Ofen bei 175 Grad vorgeheizt für 10 bis 15 Minuten und dann, wenn die rauskommen, seid etwas geduldiger als die dicke Tante hier. Da müssten die im Vanillepuder, Vanillezucker gewendet werden. Viele machen da noch Puderzucker mit rein. Ich mag den Puderzucker nicht. Ich möchte nur Kristallzucker haben. Wenn die noch zu heiß sind, dann zerbrechen sie euch. Und wenn sie zu kalt sind, klebt der Zucker nicht mehr am Vanillekipferl. Ich mache so, ich packe die ganz vorsichtig mit einem Kuchenheber, mit einer Kuchenschaufel, ganz vorsichtig schon in den Zucker. Dann schütte ich noch mehr Zucker oben drauf und klopfe das ganz vorsichtig an. Dann pappt er besonders gut, dann habt ihr halt besonders viel Zucker an eurem Vanillekipferl. Und wenn die zerbrechen, kleiner Tipp, die schmecken übrigens auch zerbrochen. Und das war jetzt die Vanille. Hier, wo habe ich sie denn? Da habe ich sie. Ich habe sie ja gar nicht im Kühlschrank. Meine Güte, was ist heute los? Was ich mir überlegt habe, beziehungsweise was ich schon angefangen und getan habe, das kann ich euch ebenfalls noch zeigen. Ich dachte mir, es wäre eigentlich lustig, wenn wir sehen, wie viele Rezepte wir schon haben, wo wir sind, was wir schon alles benutzt haben für unsere Rezepte und welches Rezept für welche Zutat quasi steht. Was hatten wir da? Wir hatten Mandeln. Ah ja, Mandeln habe ich inzwischen auch. Muss ich dann natürlich noch. Ja, auf jeden Fall. Hallo? Muss ich dann natürlich nochmal ändern, weil ich nicht die Baumfrucht da haben will. Aber so, wir haben hier vier Dezemberfolgen und wir haben einmal Hafer, Mandeln, Kürbis und Vanille, denen jeweils ein Rezept gewidmet wurde. Ist das nicht schön? Haben wir nicht noch viel vor uns? Und ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht für jeden Tag ein Rezept. Ich bin sehr gespannt, was ich mir noch überlege. Ein paar habe ich allerdings. Ein paar Rezepte habe ich. Ich denke, wir verabschieden uns gleich mal hier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr die Vanillekipferl nachmacht, dann lasst sie euch richtig gut schmecken. Esst für mich eins mit, dann, nachdem ich mir zurzeit keine gönne. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.